Was sei denn da? Ja, wenn ich diese Bilder sehe, also ich stand da drüber, ich habe das live sehen können, kann man eigentlich nur davon abraten, Hameln als Tourist zu betreten. Das kann einem passieren, wenn man in der Altstadt spazieren gehen möchte. Der Ort ist ein Fahrrad-Fußgänger-Tunnel, der in die Altstadt führt. Der dort auf dem Boden liegende junge Mann hatte nichts weiter vor, als mit seiner Freundin in Hameln spazieren zu gehen. Und es wurde ihm unterstellt, er ginge auf eine Versammlung, die verboten wäre. Es hat in Hameln an dem Tag, also das war Montag der 13. Lass dir mal die Frau in Ruhe! Was soll denn das? Was soll die Scheiße? Lass dir die Frau in Ruhe! Ich will hier spazieren gehen und mehr nicht. Hat gar keine Versammlung stattgefunden. Da sind ein paar Leute eben wie das Weihnachten übliches spazieren gegangen mit Kerzen in den Händen. Wenn Sie aufhören, da solche Sachen zu machen? Ja, Sie halten einfach die Männer davon fest. Ja. Geimpfte wie Ungeimpfte und die Polizei wollte wohl ein Statement setzen und hat diesen jungen Mann sich weggekrallt, der war alleine. Das ist mir sowas offensichtlich von Latte. Ich kenn und den. So nach dem Motto, damit die bösen, bösen Menschen, die zusammenhalten, Angst vor uns kriegen. War ein netter Versuch, ist fehlgeschlagen. Ja, so viel zu dem Thema. Bitte nicht.